Aber das Herz ist einfach, das ist der Motor des Körpers. Ohne das Herz funktioniert halt nichts. Und es gibt keine andere intensivmedizinische Therapie, die halt so differenziert ist, alle Herz-Kreislauf-Funktionen gegeneinander abzuwägen und medikamentös eben zu therapieren und zu steuern. Da hängt einfach alles von ab, weil das Herz eben mit allen Organsystemen zusammenhängt und man muss im Endeffekt trotzdem alles können. Und das hat mich daran so begeistert. Meistens ist das Herz eben bei uns der ausschlaggebende Punkt und alles muss man in Beziehung zueinander sehen. Alles geht ja davon ab. Egal, Lunge, Niere, Darm, Leber, Gehirn, alles ist vom Herzen abhängig.